Hey Leute, was geht? Bei mir geht es heute um das Thema, das mich wirklich viele Leute gefragt haben, was bei mir zur Zeit abgeht, ob ich jetzt bei MyD bin, ob ich dort bleibe oder ob ich in ein anderes Team gehe, wie zum Beispiel Divinely, oder ob ich mit Chronics oder Milan ein Team mache. Dann habe ich mir überlegt, ein Video zu machen. Meine derzeitige Situation sieht nämlich so aus, dass ich auf jeden Fall zur Zeit bin ich noch bei MyD und spiele dort mit Russia, Gravity und B2 und mir macht das Team dort mit den Jungs auch echt super Spaß. Als ich damals zu MyD gegangen bin, haben viele zu mir gesagt, Junge, Alter, die sind schlecht, dumm bist du eigentlich, warum gehst du da hin, warum machst du nicht mit denen und denen Team? Ich denke allerdings, wir als Team konnten echt so gut wie jedem beweisen, dass die sich geehrt haben und dass die drei Jungs echt super Spieler sind mit super Potenzial. Was ich am meisten in diesem Team auch nur super gepasst hat, war die Teamatmosphäre. Jeder hat jeden gemocht, oder jeder ist super befreundet mit jedem. Allerdings bin ich schon immer der Meinung gewesen, dass es der E-Sport für mich immer, E-Sport ist immer mein Ziel, im besten Team zu sein, also im möglichst besten Team zu sein. Und zumindest in der deutschen Community war das in den letzten Call of Duty-Spielen immer der Fall. Wodurch ich wirklich auch ein sauschlechter Verlierer geworden bin, was halt auch oft ein Problem darstellt, jetzt so bei mir, da ich halt von den Jungs viel verlange, wie zum Beispiel schnell besser werden, weil ich das einfach durch Spieler wie Quickie und Raiden halt gewohnt war, dass es eben diese spielerischen Probleme, wenn es sie gab, dass sie halt schnell ausgeräumt worden sind. Dadurch setze ich halt die Jungs oft unter Druck und die haben auch schon gesagt, dass es nicht ganz so viel Bock macht, so zu spielen und so. Und deshalb habe ich halt angefangen zu überlegen, als dann auch noch das kam, dass Quickie und Raiden halt wieder zwei neue Spieler suchen, hat sich dieser Gedanke halt noch verhärtet, ob es vielleicht besser wäre für beide Seiten, wenn ich dort in das Team rübergehen würde. Und die Tatsache, dass sich vor allem jetzt in der deutschen Community wirklich immer mehr neue Spieler gezeigt haben, die echt ein super Potenzial haben, habe ich überlegt, dass es diesmal sogar die Möglichkeit gibt, vier Spieler zu finden, die dieselbe Einstellung gegenüber dem E-Sport haben. Denn bisher war es wirklich immer so, dass es dann gegen die Top-Teams einfach gescheitert hat, weil wir drei immer dann einen vierten Spieler hatten, wie zum Beispiel Chronics. Kann man eben echt nicht vorwerfen. Ihm war es halt einfach wichtig, dass er sich noch mit seinen Mädels da abgeben konnte und sonst was. Aber halt, wir wollten eben halt dann vor LAN echt mega sweaten. Und wir hatten immer das Problem, dass wir halt immer einen Spieler hatten, der diese Einstellung nicht geteilt hat. Und das hat uns dann halt eben immer gefehlt bei den Matches gegen die super Teams. Diese Teamchemie, dass jeder halt super klarkommt auf jeden. Also ich war wirklich super zufrieden eigentlich mit meinem Team. Weshalb ihr jetzt wahrscheinlich auch den Leuten, denen ich das schon gesagt habe, denkt, warum liefst du dann? Es ist nur einfach die Tatsache, dass die Divinely-Jungs wirklich, sprich Quickie und Rain, sprich einfach die absolut besten deutschen Spieler sind, was das Gesamtpaket angeht, sprich spielerischer Skill, Verhalten und Einstellung. Quickie ist meiner Meinung nach einer der Top 5 Spieler Europas. Ich weiß nicht, ist eigentlich, also deshalb ist, um im besten deutschen Team zu sein, muss man wirklich mit den beiden Jungs im Team sein. Wir haben natürlich auch noch einen vierten Spieler gefunden, der genauso drauf ist wie wir. Deshalb ist es eigentlich, es wäre einfach nur dumm, diese Möglichkeit nicht zu ergreifen. Mein Team weiß schon seit zwei Wochen Bescheid, dass ich diesen Gedanken hege. Und es ist auch wirklich so, dass ich nicht jetzt gesagt habe, okay, ich liebe es einfach, sondern ich habe noch versucht zu arbeiten, wie werden wir jetzt doch noch besser, wie machen wir es so, dass ich dann doch echt auch komplett zufrieden bin mit dem Team, dass ich da bleiben möchte. Nun war es einfach so, dass ich habe die Jungs einfach echt zu sehr unter Druck gesetzt. Weshalb ich einfach denke, dass es für beide Seiten wirklich besser ist, wenn ich in Zukunft mit Quickie Raiden und dem bald bekannt gegebenen vierten Spieler spielen werde. Die Leute, die jetzt meinen, okay, du meinst, du willst nie wieder mit Raiden Team, weil du nicht mit ihm klarkommst, da kann ich sagen, ihr habt recht. Das war meine Meinung, allerdings habe ich mich mit ihm ausgesprochen, wir haben uns lange unterhalten und wir sind beide der Meinung, dass wir unsere ehemaligen Probleme komplett ausräumen konnten. Den MyD-Jungs gegenüber tut es mir echt mega leid, sie sind mir super ans Herz gewachsen, also vor allem P2 und Malte, Russia kannte ich ja schon vorher, sind echt super, super Jungs und sind echt richtig gute Freunde geworden und ich hoffe einfach nur, dass sie mir nicht lange böse sind. Leute, die jetzt immer noch der Meinung sind, mich anflanken zu müssen, mich als Sneaky oder Hopper oder was weiß ich was bezeichnen müssen, juckt mich nicht, könnt ihr gerne machen. Allerdings könnt ihr es euch genauso gut sparen, weil mich interessiert es wirklich nicht.
Es ist nicht so, dass ich einfach geleakt bin oder dass ich gesneakt habe. Mein Team wusste jederzeit Bescheid, wie ich denke. Ich bin nicht einfach geleakt und ich habe wirklich mir den Arsch aufgerissen. Nur es hat halt einfach zum Ende hin nicht geklappt und ich möchte halt einfach diese Chance jetzt ergreifen. Jo, so viel dazu. Sprich, das neue Team Divinely besteht aus mir, Quicky Raiden und den bald bekanntgegebenen vierten Spielern. Ja, ich hoffe, ich kann euch soweit aufklären. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, einfach in die Comments posten, beziehungsweise mir eine Message über Twitter oder ich muss live schreiben. Jo, haut rein.